Hallo, liebe Tiefsee-Freunde, zu einer neuen Ausgabe von Anstoß 3, dem Klassiker. Ja, wir machen weiter mit dem nächsten Spiel. Ihr seht hier unten die Probleme, die wir haben, ne? Rote Karten, Verletzungen etc. Aber ich würde sagen, wir bleiben jetzt erstmal so. Ja, würde ich schon sagen. Halt, nee. Fanartikel brauchen wir noch. Okay. Go. So, der wird ein Problem. Oh nee, ich möchte zurück ins Heimatland. Oh, bitte nicht. Aber extra gekauft, ne? Oh je, Mini. So, der ist wieder einigermaßen fit, der Geichmann. Dann können wir den Geichmann eigentlich wieder hineinsetzen. Ja, und dann nehmen wir hier den Takti auch noch mit rein. So. Genau, höchste Konzentration. Heute erwarte ich höchste Konzentration. Wir haben es mit einem gleichwertigen Gegner zu tun. Jawohl, sehr gut. Dafür muss es Geld geben. Oh. Latte. Diese gelbe Karte geht in Ordnung. Eine tolle Freistoßmöglichkeit. So, weiter geht's. Und jetzt nur nicht nachlassen. Einfach weiter so. Allein vom Torwart. Nein, ihr Fress, das kann doch mal nicht wahr sein, oder? Keine Frage, gilt. Boah, Leute. Taktik. Muss es Geld geben.
kann nicht mehr weiterspielen. So, Birch jetzt rein, tut mir leid. Ah, Mann! Knöchelbruch. Weltklasse. Nee, den kriegt er gar nicht. Ja, nächste Woche steht an. Ihr seht es. Die Woche gegen TV Bochum. Und wir haben hier folgende Probleme. Ihr seht es hier. Verletzte ohne Ende. Wir müssen wieder mal ein bisschen was probieren. Gesperrte haben wir auch noch. Wunderbar. Ja, wir spielen mal so, würde ich sagen. Taktik ist auch okay. Halt, ich wollte was ändern. Und zwar jede Woche. So, genau. Und weiter geht's. Finanzen noch mal kurz gucken. Und beim Fanartikel vorbei. Ja, alles gut. Dann geht's los. Ja, wir haben Quali haben wir. Nicht Quali. Testspiel haben wir. Genau. Der Rest passt, oder? Genau. Sonst haben wir noch Training. Dann machen wir wieder mal ein bisschen Freistoß. Ecken. 5 gegen 2. Ecken. Freistoß. Torschuss. Elfmeter, Passspiel, Flanken, wobei ich aber, sollte man doch lieber mit der Viererkette spielen. Ich glaube, ich spiele lieber 4-4-2. Ist mir irgendwie sicherer. So halt offensiv. So, ja, ist besser. Und go. Bombendrohung, Weltklasse. Dann kann es losgehen, würde ich sagen, oder? Genau, let's go. Zur Taktik hier, genau. Ich habe mir für diesen Gegner etwas ganz Besonderes ausgedacht. Jetzt oder nie! Yeah.
Hoppala! Okay. Oh, das wird gefährlich. Das riecht nach Tor. Bei ihm möchte man dabei sein. Bei ihm möchte man dabei sein. Da freut er sich natürlich. Ah, unnötig. Oh, schönes Ding. Hattrick. Konzentriert weiter so. Und jetzt nur nicht nachlassen. Einfach weiter so. Jetzt kommt der Schuss. Das ist Freude pur. Die erste gelbe Karte in diesem Spiel. Sie sind müde, keine Frage. Okay. Dann jubelt er. So, wechsel mal aus und zwar. Da machen wir hier mal ein bisschen offensiv. Darauf haben Sie gewartet. Schade. Die M-Quali war das schon, okay. Naja. Den gebe ich nicht her. Okay, was will er von mir? Es ist 38. Hallo? Stammt aus Garantie. Alter. Oh, das kann er auch noch haben von mir. Zu schlecht, wieso ist es zu schlecht? Torprämie. Okay, wir können froh sein, wenn er dann eigentlich weg ist, ne? Auch wenn er viele Tore schießt, aber er kann doch den nicht. Alter, 38.
Ja, tut mir leid. So, ja, nächstes Spiel. Los geht's. Das müssen Gegner nicht, genau. Also wer glaubt, er kann das hier locker angehen, ja? Der ist auf dem falschen Dampfer. Schön. Oh, das wird gefährlich. So, ja, weitermachen. Ja, das geht doch. Genauso weitermachen. Eine eindeutige gelbe Karte. Sehr gut. Wir machen weiter mit der nächsten Woche. So schaut es hier aus. Ja, das sollten wir auch noch schaffen. Ja, wir bleiben so, würde ich es mal vorschlagen. Ja, genau. Fanartikel. Okay. So, dann wollen wir mal wieder weitermachen. Nächstes Spiel. Konzentrierte Vorstellung, genau. Ich erwarte eine konzentrierte Vorstellung, ja, eine ganz konzentrierte, dann klappt das. Sind weiter so. Hey, ihr habt sie doch im Sack, da kann doch nichts mehr schief gehen. Jetzt nicht nachlassen. Da hat er gut aufgepasst. Oh.
Gott sei Dank. Gut, dann würde ich sagen, 16. Spieltag, die Hinrunde ist fast erreicht, ja, noch ein Spiel. Die nehmen wir noch mit. In der Folge würde ich sagen, dann haben wir das auch erledigt. Wenn wir diesen Bombrecht, den könnte man eigentlich behalten. Wo ist denn der? Warte mal, können wir mal mit dem Birch reden? Genau, und dann haben wir hier noch den da, genau. Ja. Den nehmen wir raus. Nee. Ich will den Vertrag verlängern. Mit dem Plüker auch. So. Medizin. Ja, den können wir mal besuchen am Mittwoch. Go. So, pass auf. Dich möchte ich gerne behalten. Sehr gut. Persönliches Gespräch. Dann haben wir hier noch jawohl, sehr gut. So. Alles unwichtig für uns. So, jetzt letzter Spieltag der Hinrunde. Schaut's aus. Ah, der ist wieder zurück. Jetzt soll man auf die Bank. Oder Gütersloh? Ja. Der Stunk ist auch wieder fit. Aber wir lassen das jetzt mal so stehen. Ja, wir bleiben so. Und let's go. Jawohl. Ah. Diese Ehefrauen immer. Meine Fresse. Okay, let's go, oder? Ja. Du schätzt mir das Gegner nicht, genau. Also wer glaubt, er kann das hier locker angehen, ja? Der ist auf dem falschen Dampfer. Der Schiedsrichter greift hier sofort durch. Das ist schneit. So. Roter Ball. Wahnsinn. Also grafisch echt raffiniert. Dirk Hungerbein. Diese gelbe Karte geht.
Halbzeit. Ja, das ist okay. Konzentriert weiter so. Wir werden auch in der zweiten Hälfte kein, aber auch kein Meter Boden kampflos hergeben. Oh, meine Fresse. Und wieder trifft. Nettes Kunststückchen. Oh, meine Fresse. Ach, jetzt verliert man das Ding auch noch. Unglaublich. Abgefallen. Ja, ist blöd. Na gut. Okay, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen da lassen. Wenn ihr wisst, wie es weitergeht, dann natürlich ein Abo. Dann verpasst ihr keine Folge mehr von Anstoß 3. Ja, wie wir jetzt weitergehen in der Rückrunde, das sehen wir dann ab der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.